Hallo, liebe Leute, mein Name ist RGE. Ich bin Rapper, Musiker, lebe in Berlin. Und das ist hier unser Interview, oder nennt es wie ihr wollt, mit Altan. Altan lebt in Krefeld, also das ist hier eine Krefeld-Berlin-Connection. Wir haben schon länger darüber geredet, mal uns ein bisschen über verschiedene Themen unterhalten zu wollen. Ich bin sehr neugierig auf seine Fragen und er hat gesagt, die Gäste machen das Intro. Daher, wenn ihr euch vielleicht wundert, warum jetzt der Gast so viel erzählt am Anfang, das war der Wunsch des Machers dieses Podcasts. Vielen Dank, Altan, für die Einladung. Wunderbar, also wirklich, dass du überhaupt zugesagt hast und ich freue mich, dass du dabei bist. Und es war hin und her, ich habe mich auch ein bisschen hier die letzten Tage genervt, aber lass uns machen, aber Dankeschön, du warst sehr nett und geduldig. Das ist einerseits, zweitens, ich mache das schon seit einem Jahr und hätte mir jemand gesagt, ey, du machst safe mit jemandem aus der Musikbranche oder jemand, der wirklich ein, ich sag mal, Urgestein. Aber Urgestein will ich nicht sagen, das hört sich so alt an, du bist ja ein Mascher topfit und ja, du bist auch letztens 50 Jahre geworden. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du das Alter gleich mal am Anfang droppst. Entschuldigung. Nein, nein, aber ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe es ja selber auch geteilt, war nur ein Witz jetzt. Nein, das stimmt wirklich. Nein, danke für die Einladung, gar kein Thema. Ich freue mich, dass das mal stattfindet und dass wir uns ein paar Sachen unterhalten können. Sehr gerne. Ja, freut mich. Der Tolga Abi war letztens in Berlin. Der hat dich auch kurz besucht. Der hatte auch sein eigenes Projekt am Laufen, Eisenbahn mit Herz, hast ihn begleitet. Wie kam eigentlich der Kontakt? Also wie kennt ihr euch? Er meinte, er kannte dich über Facebook, damals noch vor... Ja, das ist richtig. Ich kenne ihn nicht lange, den Tolga. Tolga Özgül heißt er. Ich habe nur mitbekommen, es ist einer von diesen Leuten, denen man irgendwann folgt, weil so viele gemeinsame Freunde da sind und er einem immer angeboten wird und her. Und da habe ich festgestellt, interessant, er macht so viele Projekte, er ist voll aktiv, er ist voll unterwegs. Und ich wusste nicht, wer das ist. Ich wusste nur, also der nimmt sich wirklich Zeit für viele, viele Projekte. Und viele Projekte davon auch mit gutem Willen, also so Hilfsprojekte etc. Und so kam der Kontakt irgendwann und vor 1, 2 oder 3 Monaten haben wir uns zum ersten Mal persönlich in Berlin getroffen, ganz kurz für einen Kaffee, um uns mal gesehen zu haben, weil er gerade hier war. Dann habe ich mehr über ihn erfahren und er ist halt bei der Deutschen Bahn tätig. Und dann kam es, dass er sozusagen einen Preis bekommen hat, weil er während einer Bahnfahrt eine Frau gerettet hat vor einer brenzligen Situation, wo sie von 2 Männern bedrängelt wurde und er da sehr kühn die Sache irgendwie, sie gerettet hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wurde sehr geschätzt und wahrgenommen und jetzt hat er einen Preis bekommen. Und diesen Preis haben sie ihm in Berlin gegeben. Und deswegen, als er gefragt hat, hast du Lust dabei zu sein, warum nicht? Und so kam es und es hat auch Spaß gemacht. Und es ist eine ganz andere Welt, diese deutsche Bahnwelt und die Menschen im Hintergrund. Und dann war ich halt einfach mal als Gast so dabei und hab ihn sozusagen nicht alleine gelassen. So kam der Kontakt und er hat ja auch von dir erzählt, so dass unser Kontakt irgendwie auch mit Tolga zu tun hat. Also er ist echt ein, er schafft es, Leute miteinander zu verknüpfen. Also wirklich, das hat er drauf. Ich kannte ihn vorher auch nicht und ein Kollege ich wollte mit ihm, also mit einem Kollegen einen Podcast machen. Er meinte, ich habe leider keine Zeit, hat er mir den Tolga Abi empfohlen. Und ja. Netzwerker oder Networker oder wie auch immer, er verbindet auf jeden Fall Welten miteinander. Das macht er so im Vorbeigehen, weil er aber auch so sehr, sehr viele Menschen kennt aus sehr vielen Bereichen. Und so kam es dazu und so ist es, das ist der Grund, warum wir beide jetzt hier versuchen werden, ein Gespräch zu führen. Gibt es etwas, was du wissen willst, wo wir uns jetzt gefunden haben? Sehr, sehr viel. Also ich sage mal, ich bin von klein auf ein Hip-Hop-Fan. Und ich konsumiere schon seit 20 Jahren, kann ich sagen. Also seitdem ich, Grundschule nicht, aber so 5., 6. Klasse Realschule. Und ich habe über dich recherchiert, über die Geschichten, über Hip-Hop. Und das ist halt mehr als Musik, Hip-Hop. Im wahren Kern ist viel, viel mehr als Hip-Hop. Und leider hat sich das über die Zeit in letzter Zeit sehr stark geändert. Das heißt, da kannst du wahrscheinlich
vieles, vieles erzählen. Aber was ich gerne wissen will, warst du immer schon musikalisch? Also wenn wir zurückgehen, du kommst aus der berühmten Rap-Gruppe Cartel. Also jeder, der halt in den 90ern aufgewachsen ist, kennt dich, kennt die Jungs. Und ich würde mich interessieren, weil wir kommen ja aus der türkischen Community. Wie war das denn? Wie hast du deinen Eltern damals gesagt, Baba, Anne, ich will Musik machen? Also ich mache Musik, seitdem ich 13 bin, oder seitdem ich 13 bin, zieht mich das irgendwie magisch an und alles, was Musik ist und so. Und du weißt doch, da ist man als Kind immer von den Eltern mitgenommen worden zu türkischen Hochzeiten. Ich saß direkt die ganze Zeit neben dem Schlagzeug und habe fasziniert zugeguckt, wie der Drummer gespielt hat den ganzen Abend, so schweiß gebadet und so. Das hat mich einfach angezogen, fasziniert. Und also ich würde sagen, ich bin nicht über Rap und Hip-Hop zur Musik gekommen, sondern die Musik war da. Und genau in dem Alter, wo ich anfing, meine eigenen Produktionen machen zu wollen, Home Recording mit so einem Tascam-Gerät, 4-Spur-Kassetten, ganz amateurhaft, war ich voll schon in diesem Rap-Ding mit drinne. Das kam ja wie eine Riesenwelle aus Amerika. Es war so 89, 90, 91, 92. So dieser Zeitrahmen, wo ich da infiziert wurde sozusagen. Und zu der Zeit war Rap in Deutschland und auch in Amerika was ganz, ganz anderes als heute. Es hatte wirklich noch diesen Kulturcharakter, es war auch die Suche danach, auch die Sehnsucht danach. Ja, da gab es dann so Namen wie Afrika Bambaataa aus Amerika, Zulu Nation. Und Hip-Hop ist nicht nur Rap, so nicht nur DJ, sondern auch Graffiti und Breakdance. Ja. Und diese ganzen Gedanken waren noch viel stärker vertreten. Und wenn man dann, wie wir auch damals mit einem Pappkarton flach gemacht, irgendwie in der Innenstadt versucht hat, Breakdance zu machen, da haben die Leute noch gedacht, was machen die denn da? Also man war wie so Auserwählte, die etwas Neues entdeckt hatten, was die meisten Menschen noch nicht kannten. Ja. Das sage ich nur, um die Zeit richtig einzuordnen. Also, und es ging keinem um Starrummel, Millionen machen, Geld und so. Das war ganz weit weg, der Gedanke, weil die Leute das noch gar nicht so gefeiert haben. Nur eben ausgewählte Leute, die das sehr früh angenommen haben. Und das waren zum größten Teil Menschen mit Migrationshintergrund, die diese ganze Szene, diese ganze Musik, auch Deutsche natürlich, aber es war schon deutlich, dass von Anfang an Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sich dieser Breakdance, Graffiti und Rap-Geschichte, die haben ganz, ganz selbstverständlich angenommen und so ihr Ding daraus gemacht. Ja, und dann kam 93 und so, gab es dann diese bisschen rassistischen Übergriffe in Deutschland, Mölln, Solingen, das war in dem Ausmaß zum ersten Mal. Und das fiel zusammen mit unserer Rap-Macherei. Und dann kam so der Gedanke auf, und Cartel ist keine feststehende Gruppe gewesen, die seit Jahren Musik machen, sondern wir sind wirklich wie eine Fügung zusammengebracht worden. Ja, aus mehreren Orten. Aus mehreren Orten, aus Nürnberg, Kiel und Berlin. Und ich habe da für mich gedacht, ey, könnte man nicht, weil ich wollte, ich habe Englisch gerappt, habe erstmal meine Stars nachgeahmt, ja, NWA, Public Enemy, A Tribe Called Quest, dieser ganze Vibe, ja, De La Soul und sowas alles. De La Soul, ja, wow. Ja, fand ich auch cool immer, das habe ich ja sehr gefeiert, Me, Myself and I und so, diese Songs, die haben mich einfach begleitet im Leben. Und dann wollte man genauso sein wie die, das ist ganz normal. Aber dann hat man gedacht, ey, jetzt gibt's, kann man das nicht auch auf Türkisch? Das ist ja so ein Gedanke, wenn schon so viele Menschen, Jugendliche mit türkischer Herkunft Rap so feiern und so gut nachvollziehen können. Wieso nicht auf Türkisch? Ja, das war so ein sehr gewagter Gedanke zu der Zeit. Ja, sehr gewagt. Ja, weil es gab es einfach nicht. Und dazu noch vielleicht nicht James Brown Samples, Marvin Gaye Samples, sondern Barış Manço Samples, Erkin Koray Samples. Also so, warum nicht? Also geht das? Ist das komisch? Und so weiter. Und mit dieser Absicht wollte ich dann halt Sachen machen. Aber ich hatte sie noch nur so andeutungsweise angefangen. Ja. Und dann habe ich in dem Studio, wo ich aufnehmen wollte, hieß es, hey, du willst türkisch rappen? Da gibt es ein Demo. Wir haben mal ein Demo bekommen vor ein paar Monaten von Karakan. Zwei Leute aus Nürnberg sind das. Und ich so, hey, krass, kann nicht sein. Ich dachte, ich wäre der Erste. So. Und dann kam das, habe ich gesagt, das Demo gefunden, haben wir gehört. Es war wirklich geil. Und sie waren schon ein bisschen too konzertmäßig auch unterwegs in Nürnberg und Umgebung. Mit diesen Sachen, türkischer Rap, sehr cool, sehr gut produziert für die Zeit und mit türkischen Samples. Ich dachte, geil,
die kennengelernt und die haben uns gesagt, Karakhan kam dann nach Berlin, wir haben gequatscht mit Manager und so und die meinten dann, wir haben im ZDF eine Breakdance-Gruppe gesehen, die haben mit Breakbeats und Zurna, also einem türkischen Blasinstrument, Breakdance gemacht. Ja, und das war auch schon wieder so, wie, was? Das kann doch nicht sein, wer macht denn sowas? Ja. Es war also scheinbar eine Zeit, wo das so stückchenweise so aufkam. Davor muss man sagen, hat Islamic Force, eine Band aus Kreuzberg, Berlin, hatten einen Song, My Melody hieß der. My Melody, ja. Ja, genau. Und da war auch der erste türkische Sample benutzt. Ja, Leylim Ley wurde dort benutzt. Aber er hat Englisch gerappt. Und also das war, es war so eine Zeit, wo dieses Thema köchelte. Und dann, als dann auch noch die diese Gruppe, die Breakdance-Gruppe gefunden wurde, aus Kiel, kamen die auch und dann haben wir gedacht, ey, bevor wir jetzt RGE Karakhan Singles oder irgendwas oder so machen, lass uns eine, in der Türkei sagt man immer Compilation, also in Deutschland Sampler machen, so eine Art Sampler. Deswegen hieß das Projekt auch Kartell. Zusammenschluss. Also das hatte jetzt gar keinen mafiösen Zusammenhang, sondern einfach so, ey, es gibt scheinbar nur diese Acts, die hier anfangen, gerade irgendwie türkisch rappen zu wollen, anstatt jetzt das zu trennen. Wir, also mit der gleichen Idee auf ein Album. Also das ist die Story. Und so ist Kartell 1994 zusammengekommen. Wir haben die Songs aufgenommen und 95 ist es erschienen. Und das ist 28 Jahre her. Krass. Und dass wir heute noch darüber reden, dass ich heute noch, wie ich heute geteilt habe, auch in einer türkischen Serie mitgespielt habe als RGE. Nicht, also als RGE von Kartell, das ist, hätte sich keiner ausdenken können, das kann man auch nicht planen. Ja. Und wir hatten keine große Business, Gelder, Manager, Fett und hinter uns nichts. Es war wirklich naiv, jugendlich, Hip-Hop. Wir wollten kreativ sein und die coolen Leute, die was Geiles machen und so. Und das war der Auslöser und ich glaube, diese Naivität auf dem Album hat die Leute erreicht. Als wir sagen, ich schließe das nur ab, damit man mal einmal so einen Überblick hat. Ja. Ich wollte jetzt nicht dazwischen quatschen, aber als wir das Album gemacht haben, war es nur für Deutschland gedacht. Und unser Manager hat das beim Major-Label untergebracht, Polygram. Und wir waren glücklich. Also hätte das Album im Untergrund irgendwie so 30.000 verkauft über die Jahre, wären wir voll glücklich gewesen, hätten vielleicht das zweite Album gemacht. So ist das in Deutschland erschienen und nach ein paar Monaten, ich glaube im August, ist das dann in die Türkei lizenziert worden vom Polygram. Und dort hat Rax Musik das Album dann rausgebracht und dann ist das richtig geknallt. In Deutschland wurde es sehr wahrgenommen. Es wurde dafür, dass es zu 80% türkischsprachig war, sehr gut verkauft. Aber es war mehr so ein Spiegel-Stern-Magazin-Thema. Ey, türkisch Rap aus Deutschland erfunden, was ist denn hier los? Und Kreuzberg, Migration, Rassismus, Mölln-Soling, so darauf baute das auf. Und in der Türkei, ich meine, wir dachten, hey, die verstehen das doch gar nicht, was wir da erzählen und wieso, weil das sind alles Themen von hier eigentlich, von Gastarbeiterlebensweisen so. Aber da ist es durch die Decke gegangen und hat bis heute einen Kultstatus. Als erste türkisch Rap CD-Album-Projekt weltweit. Und ich war ein Teil davon, wie wir alle anderen auch. Karakhan, DCP, RGE, wir waren das halt, die wie auserwählt für dieses Projekt zusammengerufen wurden. In einer Zeit, wo es nicht das Internet gab, wo man nicht mit einem Klick mit Los Angeles connected ist. Sondern ich frage mich bis heute, wie kam das dazu? Es sollte scheinbar sein. Ja. Und jetzt reden wir halt darüber. 2023. Ich denke, das ist das Ergebnis harter Arbeit und auch Naivität. Also es liegt auch viel, du hast ja gesagt, es ist kein Internet, kein Social Media, auch technisch, weil ich kenne mich jetzt in Music Setups nicht so aus. Also ne, ich denke auch war alt und ihr habt mit eurem, ja, mit eurer Musik, mit euren Messages zeitübergreifend und generationsübergreifend. Ich meine, ich bin ja ein Küken noch, aber ich kenne noch euch und genau, also ich denke, das ist die Naivität und diese pure Wille, einfach was zu sagen. Ey, wir sind diese Community,
Und wir haben diese Struggles und diese Struggles halt sind nicht eingegrenzt in Deutschland. Das hast du ja überall. Auf jeden Fall. Und das verbindet die Leute. Auf jeden Fall war es technisch eine ganz andere Zeit. Also ein Song machen bedurfte viel mehr technischer Voraussetzungen als heute. Heute geht es ja fast mit einem Laptop. Aber damals, da musste man irgendwie in ein Studio gehen, damit es amtlich wird. Da brauchte man einen Sampler, da brauchte man das Mischpult, das große und so. Also klar, das waren die Zeichen der Zeit. Aber irgendwie alles, was in der Zeit auch gemacht wurde, jetzt insgesamt meine ich aus dieser Zeit, klingt immer noch manchmal sehr, sehr gut und so warm und fett produziert, wie es heute manchmal schwer wiederherzustellen ist. Klar, das ist die technische Sicht darauf. Aber ich kann nur sagen, keiner von uns hätte sich je ausmalen können, dass wir diesen Status erreichen. Wir hatten ein Stadionkonzert in der Türkei, ja, als einzelne Band, nicht als Festival, ja, also Kartell im Stadion, Inönü-Stadion in Istanbul, das war voll. Und wir wussten, also 2 Jahre lang waren wir auf Türkei-Tournee, Deutschland-Tournee, also Europa-Tournee von Holland, Österreich, Frankreich, in Marseille sind wir aufgetreten mit französischen Bands und so. Also das war eine ganz krasse, schnelllebige Zeit. Und so nach 2 Jahren ist dann jeder sozusagen in seine Stadt zurück und musste erstmal verdauen, was da gerade geschehen ist. Und ja, es ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl und dort ein bisschen auch Respekt vor dem Leben bekommen, weil ich gesehen habe, es ist alles wichtig, was du tust, es ist alles wichtig, was du schreibst. Und es gibt Gott eine höhere Instanz, die so eine Sachen auf diese Art möglich macht. Ja, also es war wie ein Befreiungsschrei. So. Und wenn ich heute gucke, es hat bei allen Leuten, die damals die Zeit miterlebt haben, etwas Positives übrig gelassen. Und deswegen bin ich dankbar. Das kann ich garantieren, weil mit den Leuten, tut mir leid, dass ich unterbrochen habe, mit den Leuten, die ich gesagt habe, eventuell kann ich mit LGE den nächsten Podcast machen. Immer ein Lächeln. Also ich habe keinen gesagt, sondern wirklich ein Lächeln. Deshalb habe ich gesagt, ihr habt echt was generationenübergreifendes gemacht, was vorher nicht geplant war, so, also nicht vorhersehbar war. Ja. Und auf jeden Fall, ja, viele können davon Scheibe abschneiden. Und es ist auf jeden Fall nicht planbar. Und da kann man auch Dr. Dre sich holen als Produzenten und Millionen Werbebudget, wenn es die Leute nicht erreicht im Herzen, was da fabriziert wurde, dann funktioniert das nicht. Und hier war gar nichts dergleichen. Sogar unser Manager war zum ersten Mal Manager und wir waren zum ersten Mal in einem offiziellen Studio. Es war alles sehr, sehr jung. Und ja, ich sag bis heute, das hat die Leute halt einfach berührt. Und es ist egal, wenn ich in der Türkei bin und da hier und da erkannt werde als RGE, da freuen sich die Leute und fangen erstmal an, mir den Kartellsong vorzurappen. Egal, ob die jetzt 60 sind, ja. Und das ist einfach schön. Also das sieht man, dass, was es hinterlassen hat. Und ja. Wenn es das unterm Strich als Ergebnis ist, dann bin ich dankbar, weil all das kann man sich für Geld nicht kaufen und bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Wir müssen das tragen und repräsentieren. Du musst nicht unbedingt weitermachen, Musik. Du kannst auch sagen, hey, ich bin mittlerweile raus aus dem Ganzen, aber wir waren das, ja, das stimmt. Und wir stehen dazu und wir tragen das. Aber ich fühle mich mehr als Musiker denn als Rapper. Ich rappe zwar, okay, aber deswegen mache ich auch weiter Musik und so. Das ist für mich eigentlich eine Daseinsform geworden mittlerweile. Ja. Und ja, das ist die Geschichte, was die Vergangenheit angeht. Ja, und du hast ja gesagt, jeder hat seinen Weg gegangen und in die Städte zurückgezogen, aber du bist ja wieder weg. Ich habe deinen neuen Tracks reingezogen, sehr schön. Galaxy hat mir sehr gefallen. Vielen Dank. Und du hast auch international gearbeitet, weil ich habe gelesen, ist das eine Gruppe, Bashka, mit denen du gearbeitet hast? Ja, das ist eine Gruppe aus Melbourne, aus Australien, eine türkische Band. So ein bisschen wie Alton Gün aus Holland ja seit ein paar Jahren Furore machen, so haben die auch schon vorher, sagen wir mal, handgemachte Musik, größtenteils World Music im wahrsten Sinne. Die arbeiten also voll international. Und da haben wir halt diesen Song gemacht. Ich habe ja direkt nach Kartell, also 95 war Kartell, 97 kam mein Soloalbum raus und Karakan haben auch ein Soloalbum gemacht. Also man kann türkischsprachigen Rap auf diese 3 Alben beziehen. Kartell als Hauptding, Karakan mit ihrem Stil, RGE mit seinem Stil, so.
Das ist bis heute, Sohbet hieß mein Album und das Karakan-Album hieß Al Sana Karakan, beides im Jahr 97 erschienen. So, und danach hat sich das wirklich so ein bisschen auseinander gelebt und man musste wirklich eine heftige Zeit. Ich sage immer gerne dazu, das sage ich meistens in türkischen Interviews, jetzt kann ich es endlich mal auf Deutsch sagen, wo viel Licht ist, ist auch echt viel Schatten. Das muss man auch so, das ist kein dahergesagtes Ding, weil so einen großen Erfolg mit deinem ersten Release, das ist gar nicht so gut manchmal, weil alles, auch so, was du noch danach, jung. So jung, alles, was du danach machst und natürlich diesen Legendenstatus nicht wiederholen kann, fühlt sich für dich wie eine Niederlage an. Was natürlich Quatsch ist. Also auch das Karakan-Album Solo und RGE Solo, die Alben haben 400.000, 500.000 verkauft. Was ja eine mega Zahl ist. Damals noch CDs ohne Download und so. Aber das fühlte sich für uns gar nicht so an. Weil Kartell halt alle Rekorde gebrochen hat. Ist nicht schlimm. Es ist nur im gesamten Rückblick. Uns ist es halt so widerfahren. Und deswegen, meine Befreiung aus dieser Situation war das Weitermachen. Ich habe immer Singles gemacht, Projekte gemacht. Manche hätte ich mir vielleicht sparen können, aber da war es blinder Aktivismus. Na klar, ja, es gehört alles dazu. Aber jetzt, Galaxy, was du meinst, dieses Lied, das ist jetzt ein Jahr oder so her. Jetzt ist nur das Video noch dazugekommen. Ach so, okay. Ja, genau. Also nicht älter als ein Jahr, aber so ungefähr. Und jetzt haben wir glücklicherweise das Video auch zusammengeschustert bekommen. Es ist ein cooles Video, weil ein bisschen Baschka aus Melbourne dabei sind. Und Amigo, der Tänzer, der auch damals, ein Freund und Tänzer, der auch damals bei Kartell schon dabei war. Ach, Amigo, krass, okay. Ja, Amigo und Croc waren bei Kartell die Tänzer. Übrigens auch die Jungs von 36 Boys aus Kreuzberg, ja, waren auch dabei bei der Tournee von Kartell als Security und so. Also, wir waren wirklich mit allem verbunden. Wir haben unsere Interviews oft in Kreuzberg im Café gegeben von Kartell, ja, obwohl wir so eine herkunftsmäßig gemischte Geschichte waren. Also nur dazu, dass da manchmal auch nach den Jahren so eine gewisse Wir gegen die oder irgendwelche Feindschaft, das war nie der Fall gewesen. Ja. Ja, aber freut mich, dass die Galaxy gefällt. Jetzt sind auch danach noch zwei weitere Stücke rausgekommen. Ja, Krügelt, ist das auch von Krügelt ist neu rausgekommen und Olay ist auch neu rausgekommen. Ja. Aber das war jetzt nicht geplant, dass die so bam, bam, jede Woche ein Lied oder so. Die sind schon vor 2 Monaten fertiggestellt. Dann hat man überlegt, jetzt oder etwas später und so viel, einiges zusammen. Also, ich liebe, was ich mache, sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt immer noch was Gutes raus. Das heißt, man muss es auch nicht erzwingen, ja, wenn das nicht so wäre. Aber ich finde das toll, dass es mein Leben, also eine Begleitung in meinem Leben war immer schon das Erschaffen. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Das sehe ich als großes Geschenk. Und ich glaube, das hält einen auch ein bisschen jung, dass man... Das ist also dein Geheimnis. Ja, jetzt habe ich echt ausgequatscht. Dass man mental halt lebendig bleibt. Ja, es gibt viele Menschen, die sind so ein bisschen lebend schon nicht mehr ganz am Leben, weil ihr Leben in Schablonen schon festgenagelt ist. Ja, wir haben immer die gleichen Abläufe und so weiter und davor habe ich immer Angst. Ich will lieber vibrieren, lebendig sein mit Hochs und Tiefs, anstatt schon im halbtoten Sicherheitsmodus. Ja, so würde ich das vielleicht sagen. Ja, aber genau das ist es, dieses Erschaffen, dieses was machen, dieses Künstlerische. Normalerweise habe ich nichts mit, also Musik ja als Konsument, ja, aber nicht als Produzierendes. Auch Podcast, also ich habe vorne und hinten nichts mit Stimme und Musik zu tun, aber ich wollte irgendwas machen, was dieses Künstlerische hat. Ich sage mal vorsichtig Künstler. Wie du gesagt hast, auch nicht viele verstehen das, weil ich habe einige gefragt, so 80% haben, wow, cool, du machst einen Podcast. Ein paar Leute haben sich irgendwie quergestellt. Ich dachte, wären coole Leute auch als Gast, weil ich habe gesehen, die sind auch Storyteller, wirklich haben Skills. Nicht jeder kann Geschichten erzählen. Bevor ich noch gesagt habe vom Podcast, hat die gesagt, nee, bleib mir fern davon. Ich dachte, krass. Also, ja. Nein, also ich meine, weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie so glücklich wie heute in meinem Leben. Ja, und ich glaube, der Grund dafür ist, dass man sich von, also dass man das Leben ein bisschen besser versteht und
Menschen besser unterscheiden kann. Und vor allem merkt man, nerede çokluk orada bokluk, ein türkischer Spruch, ja, den ich jetzt mal übersetze. Da, wo viel ist, da ist auch viel Scheiße. Also hast du viele Menschen um dich rum, kannst du sicher sein, das Niveau sinkt. Also mit dem mit zunehmenden Alter merkst du, im Grunde lenkt dich vieles davon ab. Also nichts spricht dagegen, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch umsetzen. Und natürlich, wenn dann Leute, na, bin ich nicht sicher, ob du das schaffst. Ja. Ja. So ein Spruch kann einen schon bremsen, ja, wenn man daran glaubt. Oder ja, da musst du aufpassen, da gibt es doch schon viele. Ja. Aber das ist dann nicht der Punkt, wenn man so, also ich meine, jetzt um einen blöden Vergleich zu machen, Tesla hätte auch sagen können, ey, es gibt doch so viele Autohersteller. Autos, ja. Warum soll das machen? Joe Rogan, der Podcaster, hätte auch sagen können, naja, es wird doch schon überall gequatscht. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder hat einen ganz gewissen eigenen Stil, den er mit der Zeit auch entwickelt. Und jeder ist wichtig und jeder, ich meine, das ist so, wie wenn mir jemand sagen würde, ey, du bist ja jetzt schon 50 geworden, was machst du denn noch Musik? Ja, dann stelle ich mir vor, wieso? Ist kein Platz mehr auf Spotify oder was ist das Problem? Also, deswegen, man lernt wirklich seinen Weg zu gehen, ohne dass man sich von irgendeinem Windzug schon wieder die Freude an etwas nehmen zu lassen. Also, weil das wird es immer geben. Wenn man selber verunsichert guckt, wirst du auch eine Antwort finden. Wichtig ist, dass das, was du vorhast, eine gute Absicht hat. Dann kann dir niemand was. Ja, die können höchstens sagen, gefällt mir nicht, was du machst. Aber sie können nicht sagen, das solltest du nicht machen. Ja, und egal ob Niederlage oder nicht, und übrigens in Niederlagen lernt man viel mehr. Solange das keinen Schaden für andere Lebewesen beinhaltet, gehört dir, ist Gott auf deiner Seite sozusagen. Ja, das Universum ist dann auf deiner Seite. Und wenn es auch nur 7 Folgen gut klappt, dann war da eine ganz wichtige Message zu lernen. Hättest du das nicht gemacht, wärst du nicht weitergekommen. Also wäre dieses Gespräch gar nicht zustande gekommen, hätte ich auch gehört. Ja, zum Beispiel. Und das gibt mir ja auch wieder was. Das gibt mir ja auch viel. Wir lernen uns ja auch. Wir sehen uns jetzt zum ersten Mal übrigens auch. Für die Leute, wir haben keine lange Vorgeschichte. Das Kennenlernen, zweimal telefoniert. Podcast machen wir, Video machen wir und hier sind wir. Also ich finde, das ist viel besser, als sich großartig vorzubereiten. Definitiv. Nein, wie alt bist du nochmal, wenn ich fragen darf? Ich bin 33. 33, nein, perfekt. 33 ist übrigens ein wichtiges Alter und man sagt, die Seele ist immer 33. Egal, ob du irgendwann 70 bist. Es ist eine wichtige Zahl, ein Wendepunkt, ein Erwachsenwerden und so weiter. Ja. Vielleicht beginnt hiermit jetzt für dich ein neuer Weg, wo du diese Podcast-Geschichten, guck mal, das richtige Zuhören ist eine Kunst. Deswegen, es ist manchmal gar nicht die Frage, ist er jetzt ein guter Interviewer? Hat er die besten Fragen? Sondern es ist die Frage der Energie. Will er überhaupt wissen, was du da sagst? Oder spult er nur die Fragen ab, die er sich aufgeschrieben hat? Das wirkt auf den Gast. Ja, genau, wenn die Energie stimmt, dann geht es auch schnell und man merkt die Zeit gar nicht. Und definitiv hast du recht, Abel. Du bist im Game schon seit Ewigkeiten, obwohl es nicht so aussieht. Ich betone das immer gerne, weil wegen deiner mentalen Stärke wirklich feiere ich das. Eine Frage hätte ich, weil die Frage interessiert mich sehr. Wir haben ja darüber gesprochen, wie der US-Hip-Hop, also Rap aus dem Westen, die Welt beeinflusst hat. Insbesondere auch euch. Deutschland und Berlin, Kreuzberg. Wäre das nicht passiert, gäbe es keine 36 Boys, nicht Cartel, das gäbe es gar nicht. Jetzt nimmt aber der Einfluss vom asiatischen Raum sehr stark. Das kann keiner widersprechen. Sogar Stevie Wonder sieht das. Obwohl so, genau, asiatischer Raum, ne, Wirtschaft, Technologie, Politik, das hat einen großen Einfluss. Aber auch Musik, Film, Kultur hat auch Einfluss auf diese Welt. Also aus dem asiatischen Raum, sei es K-Pop, Bollywood, Anime, Mangas aus Japan. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Und will es für dich in Frage kommen, Elemente aus dem asiatischen Raum in deine Projekte mitwirken zu lassen? Das wäre sehr interessant. Weil wir sehen gerade, der Einfluss wird immer größer. Und siehst du da
Potenzial für die Zukunft oder hast du was? Also auf jeden Fall, erstmal so eine Strömungen und Entwicklungen sind ja immer eine Bewegung. Es ist ja nie in Stein gemeißelt. Wir haben jetzt hinter uns hier irgendwie 100 Jahre kulturelle Dominanz aus Amerika. Ja? Aber wie gesagt, die Welt verändert sich, das wechselt, andere Kräfte kriegen andere Möglichkeiten. Und wenn es jetzt ein bisschen in den asiatischen Raum geht, dann wäre das mir auch willkommen. Also, oder man macht nur, was man selber macht. Man muss sich auch gar nicht an diesen Sachen orientieren. In der Jugend ist der Mensch halt einfach sehr offen. Und da wird ja auch viel manipuliert, also zugedröhnt und glaubt jetzt, das zu wissen und so. Aber wenn man das aus dem Trend der Zeit das Schöne nimmt und seine eigene Version daraus macht, wie Kartell, indem man halt das sozusagen orientalisiert hat, dann ist alles in Ordnung, dann ist nichts dagegen zu sagen. Das Kopieren seiner Helden sollte immer nur am Anfang stehen, um halt den Mut zu haben, hey, wenn ich so gut das kann wie er, dann kann ich es, glaube ich, und dann musst du deinen eigenen Weg finden. Das ist der ganz normale Weg eines Künstlers, Malers, Schriftstellers und Sängers genauso. Insofern, ich habe da keine Angst von irgendwelchen Machtverschiebungen. Ich finde es sowieso falsch, dass es Mächte gibt, die über andere Länder so dominieren können. Also diese Umbalance. Also ich wünschte mir eine Welt, wo jeder aufrichtig mit den anderen umgeht. Auch wenn er viel stärker ist, vielleicht Hilfe anbietet. Aber nur, wenn sie gewollt wird, auch eingreift und nicht dominiert andere Länder. Das ist ja ganz klar. Also Kultur ist auch eine Waffe, genauso wie Industrie, Geld, Macht und so weiter. Und ich finde es vielleicht ganz schön, dass jetzt mal ein Wandel passiert. Und Amerika hatte seine große Zeit, die letzten, wie gesagt, 100 Jahre fast, wo einfach auch tolle Sachen und Hollywood und dies und das und so, jetzt einfach vom Output der Qualität oder die Produktionen. Wir waren immer früher Fans von amerikanischen Rap-Produktionen, einfach der Sound der Produktion. Ja, klar, klar. So, und mittlerweile sind da kaum Unterschiede. Ja, die Welt entwickelt sich und so. Ich sehe darin nichts Bedrohliches. Und ich meine, asiatische Musik ist der orientalischen gar nicht so weit weg. Ja. Insofern würde das für uns gar nicht so fern sein. Ja, genau. Eine Frage noch, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Sprech mal über deine neuen Projekte, weil du hast ja erwähnt, du bist in einer Serie, war das ein Cameo? Also warst du einmal jetzt oder bist du jetzt öfter da aufgetreten? Ja, also, das ist eigentlich lustig, das ist eine Serie in der Türkei aus dem Fernsehen, TRT Türk heißt der Sender, also der öffentlich-rechtliche Sender sozusagen, und Arman Kusuzu heißt die Serie, das heißt das deutsche Schaf, ja, im Sinne jetzt für Deutschländer gemeint, ja, nichts mit Deutschen in Deutschland zu tun, eine Comedy-Serie, sehr lustig. Und da ist eine Familie, die in Deutschland, Berlin lebt sozusagen, und der junge Sohn von denen ist ein Rapper, gerade sehr jung und voll talentiert und will voll abgehen, aber sein Vater macht in die Türkei Rückkehrpläne, was ja seinen ganzen Rap-Plan dann durcheinander bringen würde. Und wir lernen uns kennen zufällig und er bittet mich darum, seinen Vater zu überzeugen, nicht in die Türkei zu gehen, ja. Und gestern lief da eine wichtige Szene, die ich auch vorhin geteilt habe diesbezüglich. Ich fand das lustig. Also ich spiele mich selber. Ja. Es ist keine Rolle. Er entdeckt RGE von Kartell und versucht mit meiner Unterstützung nicht in die Türkei zurück zu müssen. Das ist die Geschichte. Cool. Und da kommt noch eine Szene in dieser Serie, ich glaube nächste Woche, wo ich dabei bin. Ja, es war ein einmaliges Ding, aber auch bei den Dreharbeiten und vor Ort und mit dem Team habe ich schon gemerkt, ich will das wieder machen. Es ist wirklich lustig, es macht wirklich Spaß, es ist ein tolles Team und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein bisschen weitergeht. Ah, super. Mit sehr dieser schön. Serie. Das ist, was ich gemacht habe. Ich habe halt jetzt neue Singles draußen, eins mehr für den Sommer. Jetzt stehen ja die Wahlen in der Türkei vor der Tür. Das ist jetzt so, haben wir jetzt alle ein bisschen die Luft angehalten und warten, was passiert. Das sind wirklich sehr wichtige Wahlen in dem Fall. Ich habe gerade Kuru Gesülte rausgebracht, was auf Deutsch übrigens übersetzt heißt, so viel wie viel Lärm um nichts. Ein sehr nachdenklicher Song für meine Verhältnisse, aber sehr schön geworden, finde ich auch. Also neue Musikprojekte kommen, die Serie läuft und mich wird es hoffentlich auch weiterhin geben. Und ja, neue Produktion mache ich auch gerade. Das heißt, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich sehe alles, was jetzt noch kommt, als Bonus an und bin sehr dankbar. Ja, weil ich glaube, aus meiner Generation kenne ich kaum noch jemanden, der weiter Musik macht.
was ich schade finde. Also einfach alle die Leute, die ich selber persönlich kannte von früher, haben in größten Teilen jetzt das auch sein gelassen. Okay. Wann liegt das? Was meinst du, was der Grund ist? Kann man so pauschal sagen oder hat jeder individuelle Wege da? Ich glaube, das ist ganz viel Alter, Leben, Lebensweise, Geld, ja, weil mit Musik Geld zu verdienen, ist nicht so leicht, wie es aussieht. Es ist nicht so, man sieht immer nur die Top-Stars, die in einer Phase ihrer Karriere viel Geld verdienen, ja, aber das hat nicht immer mit der Qualität ihrer Musik nur zu tun, ja, das hat auch mit Zusammenhängen zu tun, mit Plattenfirmen zu tun, mit Unterstützung und mit dies und das. So, und ich bin jenseits von diesen Gedanken, also ich gucke, also für mich ist das Spannende am Musikmachen der Moment des Erzeugens, weil da ist die Magie. Vorher ist nichts und du machst irgendwas, begibst dich in irgendwas und dann ist da was, was wirklich schön ist. Und das ist es, was mich am Laufen hält. Ob das jetzt 50 Euro bringt oder 500.000, daran denke ich nicht mal. Ja? Vielleicht muss man es so sehen, aber andere, das verstehe ich total. Wenn die sagen, ey, es war eine schöne Zeit, ich möchte diese Musikzeit in guter Erinnerung behalten und dich noch nicht jetzt noch ein bisschen mir es schwer machen, ja. Und das kann ich absolut verstehen. Und also bei mir ist es halt so gekommen. Kein Mensch war bis jetzt in dem Alter, wo er jetzt ist. Du nicht, ich nicht. Wir sind jetzt alle und keiner weiß, was morgen ist. Man versucht nur das Richtige im Jetzt zu tun. Und dann kommt das Ergebnis raus. Wie gesagt, Musik machen ist was Schönes und Kunst überhaupt und sich etwas von der Seele schreiben können. Was loswerden können, ist richtig Reinigung. Das wünsche ich jedem Menschen. Und wenn irgendwie der Rentner zum Chor geht jede Woche zweimal und da zu singen, das befreit, da wird er auch was los. Ja, nee, das darf man nicht kleiner sehen, als es ist. Und genau, so sehe ich das auch ein bisschen. Okay, ich brauche jetzt keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, deswegen mache ich jetzt weiter Musik. Ich glaube sehr daran, was ich da mache und finde das spannend. Nach wie vor, meine Quelle ist immer, das, was es noch nicht gab, zusammenzubasteln. Das finde ich spannend, so ein bisschen. Weil ich ja mit diesen deutscher Denkweise manchmal in der türkischen Musikwelt da was mache, das ist eigen dadurch. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ja, das ist, finde ich, spannend einfach. Und ja, das kann ich dazu sagen. Ja, vielen Dank auch für das Interview. Ich finde mich wirklich als großer Musik-Hip-Hop-Fan und jemanden wirklich legendären dabei zu haben. Wirklich Hut ab für deine Arbeit, für alle Projekte, die du jetzt in Zukunft machst, werde ich verfolgen. Und auch teilen, wirklich schön zu sehen, dass man immer noch am Ball bleibt, egal, sagst, Alter ist nur Zahl, ich mach das, was mir gefällt und Hut ab, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem Podcast, Altan, ich wünsche auch alles Gute und ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt, mal sehen, wo unsere Podcasterei noch hinführt, alles ist möglich, dann sage ich jetzt Tschüss und wünsche dir einen schönen Abend und allen Zuschauern auch. Dankeschön. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao.